Da stehe ich nun inmitten meinem Equipment und zu dem Zeitpunkt, wo das Video ausgestrahlt wird, weiß ich schon, was ich alles hätte mitnehmen sollen oder was ich besser hätte zu Hause lassen sollen. Wir gehen wieder auf einen Shooting-Trip nach Brügge. Brügge ist eine super tolle Stadt, schöne Altstadt, wo ich fotografieren möchte. Wir können an den Strand gehen, der ist nur 20 Minuten entfernt. Und vor allen Dingen, wir haben eine riesengroße Villa für 16 Personen und so viele Leute werden wir auch sein. Mit Billardtisch, sogar mit Swimmingpool, mit Sauna. Eigentlich muss ich auf alles vorbereitet sein. Ich habe hier jede Menge Equipment um mich herum stehen, große Auswahl. Was soll ich davon mitnehmen? Es gibt natürlich einen Pferdefuß. Wir sind zu dritt im Auto und der Platz ist begrenzt, zumal Lissy und Tom auch als Model mitkommen und viele Outfits dabei haben. Da muss ich mich mit meinem Equipment schon ein bisschen beschränken. Also, für welche Situation nehme ich denn jetzt am besten was mit? Wann muss ich für was gerüstet sein? Eins steht schon mal fest, alles was sperrig ist, kann nicht mit. Also zum Beispiel hier dieser Beauty-Tisch, der ist aus Metall, nimmt viel Platz weg, der kommt in eine Hülle, so groß wie eine Trommel. Das kostet zu viel Platz. Stattdessen werde ich lieber, wenn ich großes Licht haben möchte, hier so eine 85 cm Octabox mitnehmen. Die kann man wie ein Regenschirm zusammenfalten und dann sehr gut verstauen. Das Bajonett hier ist speziell für Godox AD 300 und 400er Blitze und so werde ich auf jeden Fall mal einen von diesen Godox AD 300 mitnehmen. Der wird auch der leistungsstärkste Blitz sein, den ich dabei habe. Weiterhin werde ich wahrscheinlich, wenn ich mobil sein möchte in der Stadt, hier diesen Godox V1 mitnehmen und der hilft mir in den meisten Situationen auch schon weiter. Zur Auswahl hätte ich sonst noch zwei Godox AD 200 Blitze, die hier mal zusammengeschaltet sind zu einem 400er Blitz. Die sind natürlich auch super leistungsstark und sehr schön kompakt, sogar in der Fototasche mitzunehmen. Erstaunlich kompakt ist auch, wenn man viel großes Licht haben möchte, so ein Reflexschirm 180 cm im Durchmesser, der lässt sich auch sehr gut zusammenfalten. Was brauche ich denn an Stativen? Grundsätzlich gilt natürlich, je kleiner, je leichter, desto besser, aber auch desto instabiler. Also beispielsweise dieses, mein Lieblingsreisestativ Manfrotto Nano, lässt sich sehr, sehr klein zusammenpacken, passt dann sogar noch in den Koffer. Man sollte allerdings dann, wenn man einen größeren Blitz drauf tut, das schon sehr gut ausbalancieren, denn so super stabil ist es nicht. Aber für sowas wie einen Aufsteckblitz reicht es allemal. Ich liebe ja Licht von oben und Licht von oben kann man eigentlich nur mit einem Ausleger, einem Arm, ein Galgenstativ erzeugen. Hier haben wir so ein Manfrotto Galgenstativ, auch eins meiner Lieblingsstative und da sitzt dann oben auch ein größerer Blitz drauf. Entsprechend braucht man Gegengewichte. Ich empfehle Wasserflaschen, die man dann unten anhängt an der anderen Seite. Aber ich glaube, das werde ich mitnehmen. Ich habe eine Stativtasche, wo das sehr gut reinpasst und eine Tasche ins Auto. Das kann man, glaube ich, noch zumuten. Werfen wir noch einen Blick auf diesen kleinen Lichtformer. Das ist wirklich einer der schmalsten Lichtformer, die ich im Sortiment habe. Das ist eine Softbox, die kann man an einen S2-Bracket anbringen. Oder auch hier an diese Halterung für die 2 AD200. Und das Besondere ist, man kann sie ganz klein zusammenklappen, sehr flach machen. Passt eigentlich sogar fast in eine Fototasche rein. Das war es, was ich an Licht und Stativen wohl mitnehmen werde. Aber jetzt müssen wir mal gucken, ob das zu den Ideen passt, die die Models und die ich bisher schon im Vorfeld geäußert haben. An Wünschen, an Moodboards, was sie gerne umsetzen möchten. Am fleißigsten da war wieder Sandra, die hat auf Pinterest mehrere Moodboards erstellt und ich habe mich darauf mit ihr geeinigt, dass wir zwei Moodboards vielleicht mal in Angriff nehmen, die sie mit dem Thema Moody umschrieben hat. Das eine ist Moody Home, das heißt, das sind Aufnahmen hier meistens mit natürlichem Licht. Das kann ich mir aber auch erzeugen, dadurch, dass ich eben großes Licht dabei habe und am liebsten vielleicht sogar so ein Licht durch die Fenster imitiere, indem ich von draußen reinblitze. Das zweite war Moody Street, also Innenbrügge, was wahrscheinlich mit natürlichem Licht gehen wird. Dort brauche ich gegebenenfalls noch Reflektoren. Ich habe hier mehrere zur Auswahl und ich werde mich wahrscheinlich wieder für den altbewährten runden 5-in-1 Reflektor entscheiden, denn der hat nicht nur weiße und silberne Seite, sondern hat auch noch eine schwarze Seite, wo ich die Kontraste vielleicht verstärken kann. In Sandras Moody Streetboard gibt es ziemlich viele Schwarz-Weiß-Aufnahmen und da wäre es auch schön, viel Kontrast zu haben.
Das ist aber vom Wetter abhängig. Je mehr Sonne, desto besser. Gegebenenfalls würde ich dann da auch wieder mit dem Blitz nachhelfen und die Kontraste verstärken. Dafür würde aber wahrscheinlich schon der Aufsteckblitz genügen, um einfach nur nochmal einen Akzent zu setzen. Ich habe bei meinen letzten Shooting-Trips festgestellt, dass man auch mit diesem kleinen V1-Blitz sehr gute Lichteffekte erzielen kann und ich war eigentlich sehr erstaunt, wie stark dieses Ding doch ist. Als ich in der WhatsApp-Gruppe gefragt wurde, was ich denn gerne für Aufnahmen machen möchte, habe ich gesagt, schicke Fashion-Aufnahmen. Ja, was sind denn schicke Fashion-Aufnahmen, wurde ich daraufhin gefragt. Außergewöhnliche Outfits. Das, was man nicht jeden Tag zu sehen bekommt. Ausgefallene Kleidungsstücke, natürlich am liebsten von Designerinnen und Designern, aber vielleicht auch Kleidungsstücke, die ungewohnt getragen werden. Eine Jacke falsch herum oder eine Bluse als Hose, wie immer. Auf jeden Fall nicht nur Jeans und T-Shirt. Ansonsten stehe ich natürlich auf zeitlose Klassiker, auf Retro-Mode aus den 50er, 60er, 70er Jahren. Wenn da jemand was dabei hat, nehme ich es gerne. Ich habe mal eine Seite mit Aufnahmen zusammengestellt, die ich gemacht habe und die ungefähr das widerspiegeln, was ich mir vorstellen kann. Dann kam die Frage, ja, was ist denn, wenn ich jetzt nicht solche tolle Fashion habe oder das auch gar nicht möchte, sondern andere, einfachere Aufnahmen machen möchte? Gut, dann gehen wir wahrscheinlich mehr in Richtung Porträt. Porträt mit Requisiten wie einem Hut, einer Zigarette, einer Sonnenbrille, einer Uhr. Oder wir gehen in Richtung Homeshooting, was dann das Nutzen der Location ausmacht. Also beispielsweise am Pool, im Pool, am Bett, im Bett. Auch natürlich in Richtung Boudoir, wenn es gewünscht wird. Ich habe mich mit zwei Models, nämlich Sandra und Line, für etwas editorialartige Bildstrecken entschieden und alles, was sonst noch kommt, davon lasse ich mich überraschen. Ich bin ja hoffentlich für alles gerüstet. Was nehme ich denn an Kamera-Equipment mit? Das ist eine relativ leichte Entscheidung. Ich werde natürlich die große Mittelformatkamera zu Hause lassen und die Nikon Z6II, meine Vollformat-Spiegelreflexkamera mitnehmen, die ist einfach am vielseitigsten. Und dieses Objektiv hier, das 24-70mm 2.8, ist inzwischen mein Immer-Drauf-Objektiv. So teuer es auch war, aber es erfüllt seine Zwecke ganz hervorragend. Auch diese relativ hohe Tiefenschärfe von Blende 2.8 im Offenblendmodus lässt sich ja durch Lightroom-Unschärfefunktion wunderbar kompensieren. Das bringt mindestens eine Blende und so habe ich keine Angst, jetzt auch mit Blende 2.8 zu fotografieren. Die Aufnahmen hier werden knackscharf. Das zweite Objektiv, was ich auf jeden Fall dabei habe, ist das bewährte 70 bis 200mm Objektiv, hier noch mit alten F-Mount-Anschluss. Aber gerade wenn Modelle auf mich zulaufen und ich versuche, das Bild zu komponieren, ist es super, ein Zoom-Objektiv im Telebereich dabei zu haben. Wenn ich extreme Freistellung haben möchte, dann werde ich wahrscheinlich noch mein 35mm 1.8 und mein 50mm 1.8 Objektiv mitnehmen. Das ist einfach leicht und nimmt wenig Platz in der Fototasche weg. Das muss noch mit drin sein. Verzichten werde ich auf mein Ultraweitwinkel 15 bis 30mm. Die 24mm hier werden mir ausreichen. Und ich werde auch kein Makroobjektiv mitnehmen, weil ich denke, dass wir keine Beauty-Aufnahmen machen werden. Und das 50mm Objektiv dafür sollte vollkommen ausreichen. Was kommt noch in meine Fototasche? Alles, was reinpasst. Meine Fototasche ist immer unglaublich schwer und ich habe auch solche Dinge dabei wie Haarnadeln, Taschentücher, Desinfektionslotion. Man weiß ja nie, was passiert. Ich werde deswegen oft schon aufgezogen, aber die Models freuen sich, wenn sie das, was sie am häufigsten verlieren, nämlich ihre Haargummis, von mir dann geliehen bekommen. Das hilft immer und macht auch großen Eindruck. Nehme ich nur eine Kamera mit? Nein, natürlich nicht. Ich gehe auf Nummer sicher und nehme deswegen auch noch meine Sony Alpha 6400 Ausrüstung mit. Die Kamera mit einem 16mm Weitwinkel, also umgerechnet 24mm für Vollformat, filmt mich jetzt gerade und hier in diese Bauchtasche passt die Kamera und zwei weitere Objektive, nämlich ein Normalobjektiv 35mm und ein leichtes Teleobjektiv 75mm. Das wird neben meinem iPhone auch meine Videoausrüstung sein. Jetzt habe ich mal alles zusammengepackt. Das sieht doch ganz vernünftig aus. Eine große Stativtasche mit dem Schirm, ein dicker Rucksack voll mit Equipment, Kameras und eigentlich ist doch jetzt alles gut, oder? Kennt ihr das, wenn einem dann doch noch einfällt, ach, ich könnte doch vielleicht das kleine Videolicht mitnehmen. Das hier, das ist so klein, das passt bestimmt noch mit in den Rucksack rein. Vielleicht sollte ich noch mehr Dauerlicht einpacken zum Filmen. Was ist denn mit meinem LED-Licht?
das könnte ich doch noch mitnehmen. Oder besser gleich zwei. Dann bin ich für alle Situationen gerüstet. Vielleicht geht das ja noch mit in den Stativsack rein. Das muss ich ausprobieren. Und natürlich meine 360-Grad-Kamera. Nein, die fällt ja überhaupt nicht ins Gewicht. Die muss auch noch mit rein. Vor Jahren habe ich mir doch auch mal so eine Stripbox gekauft. Faltbar für Aufsteckblitze. Ja, da ist sie ja. Cooles Teil, noch nie ausprobiert. Nehme ich mit. Was habe ich nur vergessen? Irgendwas habe ich vergessen.